Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Nachdem wir in der letzten Folge viel Zeit damit verbracht haben, hier ja viel Beton zu verbauen, abzureißen und wieder zu verbauen, ist es jetzt fertig und wartet eigentlich, finde ich, so ein wenig auf die Einweihung. Wir können ja hier schon abfahren, das ist fertig, wir können hier auffahren. Gut, die Wege führen ins Nichts. Das hat sich ein bisschen verändert hier, aber die Bäume sind stehen geblieben. Die Nachfrage hier, die stört mich noch so ein wenig, weil ich nicht weiß, was genau danach gefragt wird. Deswegen nehmen wir das hier, das Gebiet hier, und werden da Bürogebäude hinmachen. Ich hatte so ein bisschen im Kopf, hier vielleicht ja Bürogebäude hinzumachen, aber wir nehmen jetzt einfach den Strand hier und packen da Wohngebäude hin. Hier gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen aufschütten können, ein bisschen glätten können. Das Wasser so ein bisschen zurückdrängen. Achso, wir wollten in der letzten Folge eigentlich auch mal gucken, ob wir einen Staudamm bauen können. Aber gut, das kriegen wir vielleicht heute hin. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich so lange da an der Autobahn sitze, muss ich ehrlich sagen. So, schütten wir das mal so eben auf. Reicht das schon? Ah, habe ich ein bisschen was dazu gewonnen oder eher nicht? Bin mir gerade noch unschlüssig. Ganz habe ich das Tool noch nicht verstanden. Oh, ich habe was aufgeschüttet, aber hier bringt es trotzdem nicht viel, also können wir es auch eigentlich lassen. Will ich eigentlich gar nichts machen brauchen. Oh jo, hier ist echt viel aufgeschüttet worden. Ich glaube, ich mache das nur mehr kaputt, als es vorher war. Aber das Wasser ist auf jeden Fall jetzt hier ein Stückchen weiter weg. Aber gut, vielleicht hatte das vorher irgendwie schon zu berechnen, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. So weit, wie wir da weg sind. Ne, mit Fahrradwegen haben wir hier. Jetzt geht's auch, okay. Das hier würde ich auch... Ja, ne, das könnte man ja eigentlich auch noch bauen. Das hier kann man ja nutzen. Das hier brauchen wir nicht. Hier könnten wir sogar mehr... Oder hier könnten wir sogar noch ein bisschen abtragen. Aber gut, das lasse ich lieber. Das hat ja alles noch nicht ganz so gut funktioniert. Wasser müsste hier sein. Genau, weil wir das Wasser ja von der anderen Seite bekommen. Ja, Strom ist da. Ist nur noch eine kleine Überlegung, ob oder was wir hier mitmachen, mit dieser Fläche. Ob sich das hier noch für, oder ob sich das hier noch für irgendwas lohnt. Wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, warum gehen wir nicht einfach auch noch hier zusätzlich an die Autobahn ran und gehen nochmal hier ins Industriegebiet rein. Oh, es hat hier gebrannt, glaube ich. Aber gut, es ist kein Gebäude weg. Dann haben wir es wohl geschafft zu löschen. Ist hier noch irgendwas, dass man hier noch ein Industriegebiet hinsetzen kann? Ne, das ist gar nichts. Ich war gerade überlegen, ob man vielleicht hier ja, einfach ein ganz normales Industriegebiet nimmt, weil man einfach diese Anbindung an die Autobahn schon hat. Hier kommt Agrar hin. Ich glaube, dann könnte man das vielleicht überlegen. Aber ich lege mir schon mal eine Straße, glaube ich, hier rüber. Kann ich mich jetzt auch sagen, du kommst noch hier hin. Und wir gucken mal einfach, ob hier Leute arbeiten wollen. Und wir haben noch Leute, die in unsere Stadt ziehen wollen. Eine Nachfrage ist da. Vielleicht auch die Nachfrage für den nächsten Meilenstein, denn es fehlen noch 15 Personen. Wenn die jetzt da arbeiten, selbst wenn, ja, wenn die aus der Stadt kommen, werden die vielleicht auch über die Autobahn fahren, weil es einfach schneller ist. Aber mal gucken. Krematorium wird wichtig sein für uns.
Wasseraufbereitungsanlage auch. Ja, wir werden uns auf die beiden konzentrieren. Schwimmender Müllsammler. Machen wir nicht. Erstmal. Krematorium ist halt, ja, wenn... Ich glaube, oder alle wollen sogar gar nicht auf dem Friedhof. Ich glaube, wenn Menschen lieber verbrannt werden wollen, ich glaube, dann ist die Meldung auch immer da. Und das könnte man ja eigentlich schon mal hiermit anbauen. Ich weiß nicht, wie da die komplette, wie da die Nachfrage bei uns komplett in der Stadt aussieht. Man könnte ja zumindest hier mal auf der Seite... Okay, hier haben wir sogar 21 Leute, die verbrannt werden wollen. Und insgesamt auf allen Friedhöfen 6000. Ja, man kann auch einfach das sich anschauen, dann weiß man, so muss nicht spekulieren. Dann machen wir das so lieber so. Oh, 105 können hier aufbewahrt werden. Dann kann man, glaube ich, auch das Ganze bei einem belassen. Bei einem Krematorium. Auch noch Wohngebäude hin. Und hier auch, wenn sie wollen. Dann haben wir da schon mal den Platz dafür. Wie weit habe ich das hier freigegeben? Sogar noch einen Ticken weiter. Möchte nur noch keiner. Was ist das hier für eine Nachricht? Nicht genügend Kunden, okay. Was ich mir mal wieder anschauen wollte, ist das hier. Ausgehende Verbindungen. Import. Oh, wir exportieren richtig viel. Das ist, finde ich, oder das ist gut, das finde ich gut. Ja. Post? Das hier Post? Das ist viel. Wie sieht denn unsere Sammelstelle aus? Wir haben ja nur eine bis jetzt und ich glaube, die ist irgendwo auch hier gelandet. Bist du das? Postamt. Unsortiert? Sortiert. Posttransporter in Verwendung. Das ist nicht wenig. Das ist vielleicht ein Verstorbener, der gar nicht auf den Friedhof will, sondern ins Krematorium. Deswegen kann das ein wenig dauern, bis wir da oben sind. Und wir werden aber jetzt auch, ich werde glaube ich nochmal ein Postamt bauen. Ich finde das eigentlich ganz interessant mal zu sehen. Postamt 6000, kostet 80 die Woche. Das Gebiet kriegt noch ein Postamt. Das Wohngebiet. Ja, Postpakete wären natürlich auch schön im Industriegebiet. Da muss hier natürlich auch selbstverständlich ein Postamt hin. Weil hier einfach noch mehr Leute wohnen. Unsortierte Post ist dann... Okay. Das für die ganze Stadt dann? 41.000. Es brennt. Haben wir hier eine Feuerwehr? Da kommt ein Feuerwehrwagen. Reicht einer? Weil wenn nicht einer reicht, brauchen wir noch eine Station hier drin. Ja, so eine Art freiwillige Feuerwehr oder irgendwie so in die Richtung... Aber da weiß ich jetzt nicht, ob einer reicht oder von wo der zweite kommen würde. Werden wir sehen, ob das Haus abbrennt. Okay, das ging ja richtig schnell. Okay, ne, dann können wir uns da, glaube ich, noch die Feuerwehr sparen. Haben wir jetzt hier auch Kunden? Ne. Gebildete Mitarbeiter. Stimmt, hier, wenn wir 5000 haben, wollte ich eine Universität bauen. Wir haben noch keine 5000. Das passt. Seid ihr soweit, wie ich euch das freigegeben habe? Ja. Dann dürft ihr noch weiterbauen. Und ich bin am Überlegen, wir haben hier den Zug. Wenn ich da schon mal in die Richtung was mache. Wir haben es schon vor langer Zeit freigeschaltet. Hier ist auch nicht... Ja, hier ist ein bisschen was an...
Holz. Ja, man könnte so kleine Felder vielleicht freigeben. Ob wir nicht einen Bahnhof bauen? Wenn wir so viel Ware exportieren. Na gut, hier macht ein Bahnhof, glaube ich, aber glaube ich trotzdem wenig Sinn. Weil wir hier die Industrie haben. Hier haben wir eine wenig. Hier haben wir viel. Ja, und die würden auf die Bahn fahren. Hier ist doch irgendwas mit einer Zugverbindung. Hier haben wir dann schon einen großen Kreisel. Ob wir nicht hier Richtung Zug was machen? Oder Richtung Bahnhof? Oder Richtung Zug klingt so blöd. Richtung dem Schienenverkehr. Wie teuer ist das Ganze denn? Und wir haben die Straßenbahnlinien auch bis hierhin schon liegen. Die könnten wir einfach dann auch fortführen. Ach ne. Wir werden, denke ich mal, unterscheiden können, welche Art von... Ja. 60.000, 1.400. Bauen Sie einen Güterzugbahnhof, um Zügen den Transport von Gütern und Rohmaterialien zu ermöglichen. Frachtzüge könnten innerhalb der Stadt oder über eine ausgehende Verbindung zum Einsatz kommen. Bauen Sie Bahnhöfe und verbinden Sie mit Gleisen, bevor Sie das Zuglinienwerkzeug zum Erstellen... Ich glaube, das ist gemeint. Also der bauen Sie Bahnhöfe, verbinden Sie die Gleise, bevor Sie das Zuglinienwerkzeug zum Erstellen einer Linie einsetzen. Ich glaube, das bezieht sich darauf, wenn ich jetzt sage, ich möchte von hier die Sachen transportieren nach hier oben. Das könnte man mit dem Zug machen, da müssten wir ein eigenes Gleisnetz bauen, sowie dann auch zwei Haltestellen und eine Zuglinie, dass wir vielleicht auch einfach die Ware von hier oben abholen und per Zug hier runterbringen. Können wir natürlich auch machen. Mein Ziel ist jetzt eher, wir gehen hier an die Gleise dran und exportieren einfach nur. Wir machen jetzt nicht den innerstädtischen Transport, sondern wir exportieren einfach Ware. Dass wir vielleicht die Straße etwas leerer bekommen. Frage ist nur, ist das jetzt mit Fahrradwegen? Ne, dekorativen. Wie sieht das denn hier so anders aus? Habe ich da vielleicht Fahrradwege gehabt? Ein Fahrradsymbol drauf? Könnte gut sein. Hier will ich keine Fahrräder haben. Da wäre mir die Unfallgefahr zu groß. Zug, 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 hier. Güterbahnhof, kein Personenbahnhof. Hier wird sich dann natürlich auch vieles hinentwickeln. Ich baue den Bahnhof mal. Mal gucken, wie wir das hier noch angebunden bekommen. Hier werden viele Leute hinfahren auf Dauer. Achso, Gleise brauchen wir natürlich noch. Um Wasser... Kriegen wir alles hin. Achso, ich kann das auch so bauen, okay. Bauen wir das mal von der Seite aus. Kriege ich das nicht mit so einer schönen Rechtskurve hin? Ja gut, die müssen so ein bisschen langsam um die Kurve fahren, aber sollte funktionieren. Das Gleis können wir mal so lassen. Man könnte wirklich das versuchen, hier weg mal abzutransportieren, vielleicht was hier produziert wird. Aber nicht heute, nicht jetzt. Jetzt wollen wir noch zwei andere Sachen machen. Einmal gucken wir nach dem... Ich will die Steine nicht wegmachen. Einmal gucken wir nach der Talsperre. Zum anderen wollte ich nochmal bei der Post mir was anschauen. So, das dürfte vielleicht nicht mehr meckern. Achso, wie sieht es beim Strom aus? Ja, da sollten wir wirklich was machen. Und hier auch. Okay, Strom, Wasser und Post. Viertelstunde haben wir noch. Vielleicht wird deswegen hier gemeckert, weil...
wir generell in der Stadt zu wenig haben. Post, Post, Post. Ja, da ist Abwasser. Hier habe ich es hingebaut. 40.000. Ja, das habe ich noch nicht so... Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so 1000%ig verstanden. Ich bin dafür, in unserer Stadt macht die Post viel über die Schiene oder versucht es über die Schiene zu machen. Deswegen wäre es ja ganz nett, wenn wir den Bahnhof direkt in der Nähe hätten. Ich weiß nicht, ob das in die Stadt gehört. Für mich gehört eher in ein Industriegebiet. Deswegen ist jetzt dahin gekommen, wo es jetzt ist. Da kommt schon der erste LKW, der seine... Ach, bekommen jetzt die ersten Traktoren. Ja, die werden natürlich jetzt von hier nicht mehr hier rüberfahren. Die werden jetzt alle hier oben rumfahren. Und das hat noch gar nichts gebracht. Das ist natürlich bei einem Brand, wäre das natürlich auch verheerend. Und Wasser machen wir als erstes. Wir haben das Geld, würde ich sagen, um hier hin... Achso, wir brauchen auch Strom hier hinten. Wo leiten wir das Wasser denn jetzt rein? Wie sieht das denn hier aus? Von wo kommt das Wasser oder steht das eher? Keine Fließrichtung zu erkennen. Ja gut, wo machen wir es hin? Doch hier hinten hin? Vielleicht mal so ein Stückchen hier. Wer bist du? Und wie viel kannst du? 160.000. Was für die Umwelt tun, deswegen machen wir zwei Stück und schalten gegebenenfalls ein anderes, eine andere Abwasserstation ab. Das haben wir. Jetzt müssen wir gleich einmal gucken, wie viel wir abschalten können, wie das funktioniert. Erstmal will ich, dass es überhaupt läuft. Und das heißt, damit es läuft, brauchen wir nochmal mehr Frischwasser. Ne, ich will da drauf. So, jetzt sollten wir 480 die Woche machen. Perfekt, das sollte erstmal wieder reichen. Strom sah gerade sehr gut aus, deswegen lasse ich das auch mal kurz so. Können wir, glaube ich, zwei abschalten. 560. Ja, die 320 können wir mitnehmen. Pro Woche. Dann sind wir jetzt auf 480 hoch. Also 480, genau. Auch 440. Ja, genau. Ja, wir gehen ja runter. Aber haben immer noch Luft. Ja, okay. Machen wir jetzt mal was fürs Gewässer. Das, was wir können. Wir könnten natürlich auch noch eine dritte bauen, dass wir hier die eine gar nicht mehr brauchen. Aber ich weiß nicht, wie teuer der Staudamm wird. Was haben wir denn hier oben? Achso, weil du voll bist. Ja, gut. Ah ja, Mülldeponie. Vielleicht wäre auch noch eine weitere gar nicht mal schlecht. Und wir brauchen mehr Geld. Wir gehen so langsam an die... mehr an die 5000 wieder ran als an die 10. Die so mein nächstes angestrebtes Ziel sind. Da ich nicht abschätzen kann, wie viele Flächen wir gerade noch brauchen, gebe ich mal etwas mehr frei. Gewerbegebiet, ja, könnten wir auch eigentlich mal wieder ein bisschen was machen. Vielleicht das alles noch. Hier wieder Wohngebäude hinkommen. Ja, jetzt ist die große Frage... Wo kann man Wasser stauen, ohne dass wir was überschwemmen? Wenn wir jetzt hier Wasser stauen, nehmen wir uns hier erstmal die Quelle weg. Gut, wir könnten natürlich oberhalb das Wasser holen. Aber wir haben auch hier ziemlich dreckiges Wasser, oder? Wo kommt das denn her? Oder sieht das irgendwie nur so aus? Also entweder ist es sandig oder dreckig. Aber das ist jetzt nicht so eine andere Farbe eigentlich wie unser Dreckwasser. Gut, das ist natürlich mittlerweile in der Intensität von jenseits von Gut und Böse.
Aber ich glaube, die hätten schon gemeckert, weil hier ist es halt auch dreckig. Aber ich glaube, das ist einfach nur der sandige Boden. Wir könnten hier stauen. Dann wird das hier hochlaufen bis hier an die Klippe. Hier wird es vielleicht einiges überschwemmen. Hier haben wir auch Luft, weil das ist alles viel höher gelegen. Auch hier wiederum. Ich glaube, ich würde das mal versuchen. Aber dann bräuchten wir das Grundstück leider. Ich weiß nicht, ob das so cool wäre, wenn wir das jetzt schon benutzen würden. Weil wir doch... Dann kriegen wir dann das nächste Grundstück. Was haben wir denn nochmal bekommen? Ah ja, Krematorium und Wasseraufbereitung. Haben wir beides schon gebaut. Da kriegen wir nämlich jetzt nichts dazu. Oh, Solarkraftwerk wäre natürlich auch nicht schlecht. In der Nacht verteilt das Solarkraftwerk den gespeicherten Strom und trägt zur Selbst... Ja, gut. Moment, Müllumschlag. Das kenne ich gar nicht. Das wäre doch richtig gut. Vor allem, dann bräuchten wir nicht überall Müllverbrennungsanlagen, sondern könnten das wirklich... Oder brauchen es... Oder bauen es einfach nur da, wo wir es brauchen. Das ist, glaube ich... Das werden wir, glaube ich, benutzen. Dann werde ich jetzt auch keine weitere Müllverbrennungsanlage gerade mehr bauen, weil das war auch noch in meinem Kopf. Aber wir könnten auch hier einfach stauen. Zack. Dann geht es hier hoch. Das können wir auch jetzt machen. Oder mal erstmal gucken, wie teuer das ist. Das hat mir nämlich immer sehr viel Spaß gemacht, das zu bauen. Wenn wir jetzt nämlich hier so gucken. Außerhalb der Stadt. Achso, weil wir hier nah dran sind. Wenn das jetzt... Ist jetzt schlecht. 16 ist richtig schlecht. Ich hatte teilweise dann mehrere hundert da. So 200, 300 waren gar kein Problem. Das ist wirklich wenig. 16 Megawatt? So wenig Wasser, was hier lang fließt. Selbst hier wären 16 nur. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das mache ich nicht, weil das überschwemmt alles hier. Also, na, muss nicht mal zwingend sein, weil hier doch eine gewisser Höhenunterschied ist. Aber ich kann mir nicht 16 vorstellen. Und vor allem überall. Aber ich würde das gerne mal ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Weil es staut sich ja hier einfach zurück dann. Für 100.000 würde ich es ausprobieren. Hier wären wir sogar noch günstiger. Wenn wir bis hierhin gehen würden, dürften wir auch nichts überschwemmen. Ich würde das so gerne ausprobieren. Zwei kostet das die Woche. Oh. Wir sind halt nicht hoch. Ich glaube, wir werden jetzt einfach überschwemmt. Wir haben einfach, glaube ich, nicht die Höhe für viel Leistung. Wenn wir uns das jetzt angucken, kann ich noch Geld wieder haben? Oh, ach komm, gib mir zu Geld wieder. Ich glaube, das war Quatsch. Entweder muss das viel höher gebaut werden. Oder es funktioniert nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Wenn wir jetzt die Höhe nehmen. Ja, Gefälle zu steil. Bin hier dran. Wir würden das Wasser stauen bis auf diese Höhe. Wie es da gerade zu sehen war. Hey. Einmal bitte nochmal. Oder wir gehen mal von hier aus. Ich will das gerne gedreht haben. Andersrum. Aber anscheinend muss das... Ah, da war es doch. Das macht doch nicht 16 Megawatt, wenn wir das um so viel Meter noch hochstauen würden. Das sind ja locker nochmal 10 Meter, 15 Meter, die wir den Wasserspiegel anheben. Da müsste ja dann Druck auch sein.
Hier wird es mir, glaube ich, auch richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, wie viel dann wirklich überschwemmt wird, weil wir bis hierhin staunen würden. Aber ich kann mir das mit 16 Megawatt nicht vorstellen. Vor allem überall 16 Megawatt. Na gut, dann müssen wir Strom vielleicht woanders irgendwo herbekommen. Wir waren mal nah dran beim Strom. Wir haben jetzt gerade... Ach, das war Öl. Was ist das hier nochmal? Das Geothermiekraftwerk nutzt die Wärme vom Erdinneren, um die Stadt ohne Verschmutzung mit Elektrizität zu versorgen. Wenn 80 Megawatt wäre schon mal gar nicht wenig, dann kann man vielleicht ein Kohlekraftwerk abstellen. Kostet uns 1000. So kostet es uns 560. 1040. Hier haben wir 40 Megawatt. Hier haben wir 80. Wir könnten die beiden sogar dann ausstellen. Oder zumindest schon mal eins. Und anschalten, wenn wir es brauchen. Das klingt doch gar nicht mal verkehrt. Wo bauen wir denn sowas jetzt hin? Wo kommt denn so unser Energiepark hin? Also ein bisschen Versorgung wäre hier unten eigentlich. Hier macht Lärm auch nichts aus. Wir haben hier eh viel Verschmutzung. Wir haben die Autobahn. Wir haben eine Abfahrt. Wir gehen Richtung der Zuglinie. Warum nicht? Aber dann stelle ich auch direkt eins aus. Und zwar würde ich das hier nämlich ausstellen. Am liebsten würde ich das hier auch alles irgendwann wegbekommen. Einfach, damit wir hier nochmal die Stadt ausbauen können. Ich glaube, die Strecke hier war auch sehr wichtig. Hier ist ordentlich Verkehr. Oh. Oh. Okay, ja, hier ist ordentlich Verkehr. Selbst wenn ich jetzt hier wieder eine Autobahn bauen wollen würde, ne? Wir würden auch wieder schön am Wasser entlang bauen. Ich glaube, das zieht sich durch. Wie sieht es hier aus? Oh, ist ja richtig Verkehr. Wie viele Post-LKWs sind hier denn bitte? Warte mal, jetzt mache ich mal mit euch ein Thumbnail. Weiß nicht, ob nachher noch so viele Post-LKWs hier sind. Ich möchte gerne auf die Straße. Oder von der Seite. Ja, ich glaube, PLP könnte man ganz gut erkennen. Was haben die denn jetzt hier stehen? Postlastwagen in Verwendung. Hier. Und wo kommen die bitte alle her? Sind das all die, die gesammelt haben? Weil man muss ja unterscheiden zwischen Zustellern und LKW. Aber unsortierte Post ist jetzt bei 88. Haben die hier so viel Post gesammelt? Oder lese ich das falsch? 84,6. Ah ne, hier unten war es ja. Da. 44. LKW in Verwendung. 2. Okay, ich habe es noch nicht verstanden mit der Post. Oh, sind auf einmal alle weg. Aber bring auch Sachen zum Zug. Gut, dass wir hier so einen kurzen Weg haben. Und apropos Zug, wir haben doch noch eine andere Möglichkeit, was das Gewerbe angeht. Haben wir nicht Lagerhallen? Ein umzäunter Lagerbereich für Güter und Produkte. Ein Lager hat drei Modi. Füllen, Leeren, Ausgewogen. Ich würde Ausgewogen nehmen. Und da steht Frachtlasteanzahl. Ich weiß nicht, wenn wir davon welche haben. Einzigartige Fabriken, ne, das nicht. Ob die Sachen hin und her fahren, vom einen Lager zum anderen Lager. Wenn wir jetzt ein Lager hier haben und haben ein anderes Lager hier oben, ob dann nicht vielleicht sogar die LKWs, die jetzt rumfahren, gebraucht werden würden oder ob dann einfach nur die LKWs der Lager hin und her fahren, also dass wir da vielleicht Ressourcen und Kapazität sparen.
Oh, ich guck mal kurz. Wir haben 60% bekommen und 47% verlassen unser Lager. So, jetzt müssen die alle hier hinten wenden. Ja, hier kriegt man noch. Dann machen wir gleich hier einen kleinen Kreisverkehr hin. Ich würde ihn am liebsten so bauen und einfach sagen, bitte bau nicht die untere Straße. Das wäre noch schön, wenn sowas gehen würde. Dann baue ich selber. Dann mache ich mir das selber. Können wir noch ein Stückchen nach hinten? Wir können eigentlich auch noch ein Stückchen nach hinten. Ah, da komme ich nicht dran. Schade. Ich würde gerne jetzt hier hoch. Komme ich nicht dran? Nicht direkt dran bauen. Also vielleicht auch, weil hier einfach andere Typen sind. Gut, dann nicht. Dann gehen wir da. Dann machen wir da vielleicht noch Platz für Gebäude. Und dann kommst du jetzt einfach hier dran. So. Du kannst eigentlich bleiben. Und was haben wir jetzt hier? 3-6-spurige Straße. Mit dekorativem Gras müsste das sein. So. Jetzt können sie hier drehen, wenn sie wollen. Und hier könnten wir noch irgendwas hinbauen. Oder freigeben für... Können wir doch ja jetzt schon machen. Einnahmen sind Einnahmen. Nachfrage ist auch gerade wieder enorm nach Industriegebäuden. Oder vielleicht auch Bürogebäuden. Hier direkt an der Bahn wäre natürlich ein Traum. 11.000 machen wir gerade. Das finde ich sehr gut. Das ist sehr viel. Und jetzt kommt... Ach, das sieht hier so voll aus, wenn die alle rauskommen. Okay. Und dann müssen die natürlich nach hier in die weite Welt fahren. Ja, das hier wird nicht besser bis jetzt. Ich glaube auch nicht, dass da groß der Nahverkehr irgendwas ändern würde. Da braucht es einen richtigen Plan B. Ich komme auch gar nicht richtig zum... Ja doch, hier rüber kommen sie. Okay, die LKWs nehmen wir raus, die zum Bahnhof fahren wollen. Die fangen wir ab. Den Rest fangen wir nicht ab. Vielleicht bräuchte man hier nochmal eine Kreuzung oder so. Für die Autobahn. Aber naja, das gucken wir uns, glaube ich, dann morgen weiter an, beziehungsweise für morgen habe ich eigentlich was anderes vor. Gut, gucken wir dann. Jetzt haben wir erstmal die Post gemacht. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie es funktioniert. Vielleicht hat da einer von euch eine Ahnung. Zumindest haben wir jetzt in jedem Viertel eine Verteilstation, plus wir haben einen Umschlag oder eine Postsortieranlage. Wie das jetzt wirklich funktioniert, ich weiß es nicht, aber gut. Und ich glaube, wir brauchen Bürogebäude, denn wir haben jetzt hier Industrie freigegeben und... Na natürlich, genau, jetzt kommt's, aber die Nachfrage sinkt nicht. Vielleicht sind das alles schon Bürogebäude. Aber das gucken wir uns morgen an. Wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, die Folge hat euch unterhalten und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.